Es muss ein heftiger Aufprall gewesen sein. Vergangene Nacht in einem Waldstück in der Nähe von Frankenberg in Nordhessen. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam der Kleinwagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt. Rund 30 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz. Meldung war ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag eine Person außerhalb des Fahrzeugs. Drei Personen waren noch im Kraftfahrzeug eingeklemmt, wurden mit hydraulischem Rettungsgerät der Feuerwehr befreit. Nur wenige Kilometer entfernt auf der Kreisstraße zwischen Burgwald und Wiesenfeld dürfte der Fahrer dieses Wagens einen ordentlichen Schreck bekommen haben. Ein entgegenkommender LKW geriet ins Rutschen und prallte gegen den VW. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch weiter südlich sorgte der plötzliche Wintereinbruch für Chaos. Auf der A3 bei Niedernhausen rutschten gleich drei LKW von der Fahrbahn. Ein weiterer krachte in die Leitplanke. Hier hatten die Beteiligten Glück im Unglück, niemand wurde verletzt. Die Folge allerdings 22 Kilometer Stau. Die meisten Räumdienste waren die gesamte Nacht über unterwegs. Insgesamt kam es auf Hessens Straßen zu mehr als 100 Unfällen. Gute Nerven brauchten heute Morgen auch viele Menschen, die nicht aus dem Homeoffice arbeiten konnten. So wie hier auf der B8 zwischen Bad Camberg und Edstein staute sich der Verkehr vielerorts kilometerweit.